Cola. Griff ist gleich nur an der Außenmauer gelaufen, ja, und oder auch auf ganz normalem Deutsch und nicht rückwärts abgespielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Spasti. Ja. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Was haben wir als letztes gemacht? Ihr habt scheinbar dieses Ding hier gebaut, dieses Katapult. Und ich habe mich mit Fraps rumgeärgert als letztes und ja. Ist noch nicht fertig. Muss mich diesmal nicht mit Fraps rumärgern. Also es gibt zwar nur hier 30 FPS, aber sag mal, warum wird The Forest mit aufgenommen im Open Broadcast? Aber das sollte ich mal ganz dringend schnell beheben. Aber ich, so, da bin ich doch gleich wieder hier. Ist doch super. Was macht ihr da? Macht ihr mir Haus kaputt? Oder eure? Okay, wir machen eure Häuser kaputt. Wir sind doch. Ein Haus ist. Wo ist der Locksmith? Es gibt nur ein Haus, das was irgendwie andersweise steht. Da. Nee. Hä? Da unten. Wo, ich finde den Locksmith. Und bei Chris. Bei dem Marker hier, ah, das ist der Locksmith, okay. Ich sollte erstmal was essen. Ich habe übrigens mir jetzt, falls es dich übrigens interessiert, ich habe mir jetzt bei GTA endlich dieses Stelzenhaus leisten können, ne? Dachte ich mir schon. Hab gestern den ganzen Tag gespielt. Nur um das, um mir das leisten zu können. Ich war sogar zwei ganze Aufträge lang war ich sogar bei einer Firma angestellt. Wie? Also in GTA. Also es gibt wie jetzt da mit Finance and Felony mit dem neuen Update. War ich jetzt sogar ja zwei Aufträge lang in einer Firma. Aber ich habe leider nie das Hauptquartier von innen gesehen, weil das erste Mal, als ich eingeladen wurde in die Firma und die Einladung angenommen habe, war ich in Blaine County und musste da erstmal hinfahren und waren die schon fertig mit der Planung. Und beim zweiten Mal waren sie schon fertig mit der Planung, weil ich, als ich ins Auto von dem Typen einsteigen wollte, aus Versehen in diesen blauen Kreis gelaufen bin und deshalb wieder ins Lagerhaus gegangen bin und die dann ohne mich dahin gefahren sind. Ich weiß nicht, wie man das Katapult lädt. Ja, wo ist denn hier? Wo sind unsere blöden Trinkdinger? Ach, da. Nimm mal einen Stein in die Hand. Ach so? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Habt ihr nicht das Katapult gerade geladen und jetzt benutzt? Geht das. Okay, man muss Steine in die Hand nehmen. Warte, ich filme es, wie du es machst. Komm, probier es einmal. Zeig es. Demonstriere das Katapult. Für die Zuschauer. Yeah! Ey, gleich drei. Wie geil. Ich hab nur nicht nice. Mehr. Nice boy. So, da kommen halt Steine rein. Das könnte wieder kritisch werden mit dem Locksled? Nee, doch nicht. Gut. Guter Locksled. Aber um die da reinzupacken, muss man die halt immer in die Hand nehmen. Also einmal. Dann, da mal ein paar reingepackt. Glaubt ihr, man muss den Locksled ein bisschen liebkosen, damit er auf einen hört? Ja. Das könnte halt sein, ne? Jetzt musst du dein Leben lang Alimente zahlen, wenn du ihn irgendwo stehen lässt. Nein, nur wenn er ein Kind mit ihm zeugt. Klar. Ich liebkose jetzt den Locksled so lange, bis ein Sticksled raus entsteht. Ich glaube, das geht nicht. Alter, was? Ich werde hier schon wie heftig angegriffen von diesen blöden Leuten. Hier. Kann ich gerade nicht. Ich muss erstmal mir gerade ein bisschen Gesundheit verschaffen. Fuck, Mann. Fuck, hier sind gerade drei Leute, die mich hier verfolgen. Scheiße. Ich
komm grad noch nicht mal kurz ins Inventar, um mich zu heilen. Ich muss grad kurz zu euch zurückrennen einfach. Ich sammle Sachen ein. Alter Scheiße. Steine! Ich muss schnell. Metz. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Okay, jetzt. Er ist umgefallen. So, jetzt kann ich mehr. Ey du. Frecher Typ. Schon tot, ja. So? Irgendwo war er gerade. Ja. Ich sehe ihn nicht. Nimmst du den anderen auch noch mit? Dann kann ich hier weiter fällen. Ich kann, ich weiß nicht, ob ich zwei mitnehmen kann. Ne, ich kann nur eintragen. War gerade ein bisschen dumm, ich hol den dass ich gleich. Die Map verdödelt habe und nicht mein schönes, selbstgemachtes Aloe Vera Marigold Mischzeug. Von dem wir sehr viel haben. Och nö, jetzt sind da auch noch richtige Eingeborene, wollen die mich verarschen. Okay, also die ganze Zeit ist das. Die ganze Zeit ist das Dorf unbevölkert und jetzt kommen die, weißt du? Du kannst alles ins Katapult legen, sogar Dynamit. Nice! Echt? Aber Steine sind schon. Auch Bomben? Weißt du das? Weiß ich nicht. Also ich kann auch mal eine Axt rein. Wäre spannend, ne? Geht auch rein. Leute, könnt ihr euch nicht mit der Kannibalin da prügeln? Nee. Warum müsst ihr gleich mich hier wieder ins Nein, ich jag gerade eine 2-Stunden-Kilometer Vogel. Da, oder prügelt euch mit dem Wildschwein, Leute. Mal ganz ehrlich. Nein! Die sind voll ätzend. Ich pack noch ein paar Steine rein. Ja, und ich jag 2-Stunden-Kilometer Vögel. Immer nur auf Streit. Ach, also ich will doch bloß ein paar Bäume fällen, Mann. Du bist immer auf Streit. Weißt du, die wollen mir jetzt bestimmt hier erzählen, dass die Bäume unter Naturschutz stehen, aber nee. Ich würde ja gerne euren Ökostrom kaufen, aber ich habe kein Geld dafür. Warum? Weil wir gerade von selbst gejagten Tieren leben. Und? Obwohl, warte, wie viel Money habe ich in the Bank? Ich habe immerhin 28 Dollar. Ich habe 4. Ich habe ein Standbild. Und noch ein paar Münzen. Ah, cool. Wie viel ist das wert? Was meinst du? Weiß ich nicht. So ein Standbild ist schon nicht schlecht. Ich meine, das ist fast so gut wie eine Skulptur. Also ist das eine Ikone oder was für ein Standbild? Weiß ich nicht. Also was man sich so klein so hinstellen kann, so ein Bildchen. Oder ist es eine Postkarte? Was ist denn drauf auf dem Standbild? Ups. Nee. Nein, das ist doch kein Stillleben. Warum nicht? Warum sollte sowas... Nein. Das sind auch Standbilder. Ja, aber Stillleben als Ikonen, nee. Warum? Normalerweise sind das ja irgendwelche religiösen Sachen auf so Ikonen. Ich mag keine religiösen Sachen. Ich auch nicht so, aber ist halt so Geschmackssache, ne? Manche Leute mögen es halt. Und Ikonen kommen ja halt auch eher so aus dem Mittelalter, ne? So. Die Kunst des Mittelalters. Nee, Leute, doch, jetzt hier gerade mal nicht. Ja, ich werde hier gerade schon wieder... Die wollen mir mein Holz aus dem Loxlet klauen, glaube ich. Nee, die wollen ja an die Wäsche. Ja, ich weiß, aber... ja, ich weiß. Damit bin ich doch wahrscheinlich eh wieder nur der kolumbianische Drohnen. Ganz selbstsicher. Und wollt ihr meine hässliche goldene Brille haben, oder was? Die sowieso. Die wollen locker meine hässliche goldene Brille, aber ich gebe denen nicht meine hässliche goldene Brille, weil sie einfach zu meinem Style gehört. Ist locker 2 Dollar wert. Ja, locker. Mindestens. Aber eher 1,99. Ja, natürlich immer 1,99. 1,99 ist einfach das Formding überhaupt. Schlechthin. 1,99 ist das neue 2 Euro. Natürlich. Oh. Man geht jetzt nicht mehr in 99 Cent Laden, sondern man geht jetzt in den 1,99 Laden. Ja. Das ist für die hippen Kinder, die Geld haben. Ja. Eben das. Aber nein, du schlägst mich jetzt nicht. Nee. Hat er doch schon. Wo gehst du überhaupt hin? Wieder zurück zu meinem Loxlet versuche ich gerade zu gehen, ohne dass die mir an die Wäsche gehen. Spät. Oder in die Gurgel. Hä? Fußspuren? Ah. Vielleicht sollte ich nochmal eine Runde mit Listerine gurgeln, damit die sich dann schön verbrennen, wenn sie an meine Gurgel gehen. Achso, ich dachte die Fußspuren. Achso.
Was? Was hat Listerine mit Fußspuren zu tun? Was hat denn Fußspuren mit Listerine zu tun? Oder auch so rum. Ist mir auch egal. So oder so. Irgendwie passt das beides nicht so zusammen. Ich meine, die hat gerade so dumm gefragt. Ja. Also die, die ich hier auf den Schultern habe. Schwupp. Schwupp. Mhm. Köpfe ab. Hat jemand noch Lust, so den ein oder anderen Lock mitzunehmen? Also hier liegt nämlich noch zum Beispiel so einer. Ja. Ach egal, ich kann auch gleich wieder hin. Musst du gerade einen Korpus wegbringen? Ja, egal, ich kann gleich hier nochmal wieder hier hinreden. Du brauchst ja eine Zeit lang, bis Pausen, du Freunde. Bist, ne? Ja, nee, das dauert mir zu lange. Sorry. Sorry, my friend. Also ja, übrigens, der andere Spruch übrigens war halt eben, das, was ich vorhin gesagt hatte, das war übrigens der andere Spruch von Simeon, der uns nicht eingefallen war. Also dieses interesting, interesting, well done. Das, was ich halt meinte, dass es nur so ein richtig kurzer Spruch ist, so ein richtig nichtssagender. Wenn du meinst. Hm. Muss ja jetzt wissen, nachdem ich irgendwie 10 so eine Mission von ihm gespielt habe. Ganz ruhig. So. Ey, du hast sowas im Gesicht. Wer, ich? Nein, du! Hey, ah. Bleib hier. Es waren Schmerzen. Was? Ja, du hast Zahnschmerzen im Gesicht. Ja, Zahnschmerzen im Gesicht sind nie gut. Naja, wenn du Zahnschmerzen in den Füßen hast, dann ist das schlechter. Ja, das ja dann würde ich auch mal zum Arzt gehen. Ja. Schon ein bisschen. Ah, schon ein kleines bisschen. So. Haben wir noch mal ein bisschen Holz hier mitgenommen, ne? Holz kann nie schaden. Und Holz ist gesund und macht die Welt bunt. Warte, ich dachte, das wäre LSD. Ja, okay. Hast gewonnen. Klar, schreibe ich mir gleich auf. 1-0 gegen Torbjörn. Krass. Vor allem, ich habe noch nicht so oft so richtig buntes Holz gesehen. Also außer es ist halt lackiert, aber dann ist irgendwie nicht mehr so wirklich das Holz, ne? Sondern es ist die Farbe. Nein! Baum versus Baum, wer gewinnt? Der Baum gewinnt. Er fällt einfach Eiche. Durch den anderen Baum durch. Aber jetzt muss ich die ganzen Stöcker, die ganzen Loks hier zusammensuchen, die sind was weiß ich wohin geflogen. Gran Curry Animo Rocks. Also ich sag dir, ne, nicht empfehlenswert, also einen Baum gegen einen anderen Baum zu fällen, sodass er da durchfällt, das ist nicht sehr schlau. Alles klar. Dann, ja, wie gesagt, hast du ein Feuerwerk aus Baumstämmen. Ja. Beziehungsweise eigentlich ist das Ding ja kein Feuerwerk, sondern ist dann eigentlich eher ein Baumstammwerk. Wenn du das sagst. Oder maximal ein Splitterwerk. Boah. Vielleicht ist es auch ein Strebewerk, weißt du, so wie den hast so du, in den hast du aber von ganz weit unten hergeholt. Natürlich. Ich musste gerade den Hügel runter, um den Baumstamm zu kriegen. Hm. Immer schlagfertig bleiben. Ja. Ah. Okay, ich finde den letzten Baumstamm nicht mehr. Ich glaube, da war noch einer. Aber egal, ich nehme jetzt halt so einen halbvollen Logsled mit, wo zwei Baumstämme fehlen. Nein! Doch. Boah. Doch. Weißt du, ich wäre nochmal. Weißt du, hier ganz neu, das ist das neue Cunning Stunts DLC hier das Cunning Stunts Update hier von The Forest, ja, gibt's jetzt nicht nur bei GTA. Man kann jetzt hier ganz neue, coole Stunts mit dem Logsled machen. Gibt's auch neue Strecken dafür? Ja, das ist jetzt komplett Open World. Also, man braucht jetzt einfach keine Rennstrecke mehr. Man fährt jetzt einfach hin, wo man Lust hat.
Cool. Komplett nach eigenem Ermessen und Belieben. Das ist einfach. Es macht Fun. Kann ich dir sagen. Es macht Fun. So. Was? Da ist der Spaß vorprogrammiert. Was? Ja. Geil. Das einzige Problem ist, welches Feature halt bei The Forest noch nicht implementiert wurde, ist halt, dass du eben deine Insurance da anrufen kannst, um dir halt dein zerstörtes Fahrzeug wiederzuholen. Das ist halt ein bisschen kritisch. Hast du schon mal den Logsled zerstört? Ja. Na, ich habe ihn schon ganz oft durch. Also mir ist der Logsled schon mehrmals durch die Welt gefallen. Ja, und ja, aber er war immer heil. Ja, das muss ich zugeben. Obwohl also, theoretisch müsste das Holz natürlich jetzt inzwischen vielleicht verrottet sein da im Wasser. Hey, sind wir bei The Forest? Ja, ich weiß, da gleiten Logsleds auch einfach mal Leichen. Nee, die spawnen einfach. ja. Guck. Da haben wir ja glatt gerade das gleiche gedacht. So. Nee, auch gesagt. Das auch, ja. Guck mal. Hi. Okay. Ich war okay, warte, ich versuche jetzt ein bisschen Konversation mit einem Eingeborenen zu treiben, also wundert euch jetzt nicht, ich versuche jetzt mal deren Sprache nachzuahmen. Es bleibt bei Versuchen. Herr Avilula! Torbjörn, ich glaube, du sprichst einen anderen Dialekt. Er ist einfach so weggerannt. Das war wohl nicht richtig. Oder ich habe ihn. Ja, vielleicht habe ich ihn doch einfach aus Versehen hart beleidigt. Und weißt du, hier ist gerade so ein Vogel auf einer Leiche gelandet. Da war ein bisschen zu wenig Kreische. Und hat den Kopf bewegt. Das ist so lustig. Weißt du, normalerweise sitzen ja nur Raben auf Leichen oder Krähen. Und hier sitzen gerade so richtig schöne, bunte, kleine Vögelchen, so Singvögelchen, weißt du, setzen sich hier so auf die Leichen, knabbern da ein bisschen rum. Das ist einfach schöne, heile Welt bei The Forest, muss man einfach sagen. Ich glaube, du verwechselst das, die Raben und Krähen fressen Leichen. Ja, das sagte ich ja gerade. Ja, du hast gesagt, die sitzen. Sitzen auf Leichen, ja, ach, meine Fresse. Aber das meinte ich ja. Ja, sitzen und fressen ist nicht das Gleiche. Nee, das stimmt. Ich esse ja auch nicht meinen Stuhl, nur wenn ich drauf sitze. Aber es geht meistens miteinander einher. Aber es könnte irgendwann passieren. Sitzen und fressen geht oft miteinander einher. Stimmt, ich esse auch immer beim Sitzen. Andersrum, ich sitze immer beim Essen. Guck, ich sag ja, ne? Obwohl ich auch oft esse, wenn ich sitze. Der Baum fällt. Sag mal nur einmal. Hä? Baum fällt. Ich hab's ja auch nur einmal gesagt. Ja, aber über 5 Minuten. Das kann sein. Wie schnell die Zeit vergeht. Hä? Wie schnell die Zeit vergeht. Hä, was? Ich kann sie jetzt schon wieder nicht mehr dran erinnern. Ne? Ich sag's ja, wie schnell die Zeit vergeht. Was, oder? Ist einfach krass. Krass. Glaubst du nicht? Doch. Echt? Achso. Nee. Na, das ist alles okay. Nee, glaube ich nicht. Ach, guck, ich sag's ja. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Und um mal so eine richtig gute Weisheit zu verkünden, wenn du es heute nicht glaubst, dann glaubst du es morgen auch nicht. Bist du sicher? Meinung kann sich ändern. War auch eine schlechte Weisheit, die wir auch jetzt einfach mal frei erfunden. Ich glaube, ich habe es aus Versehen geschafft, ganz unten im Loch anzukommen. Oh! Ich kann euch den Eingang... Schreib uns eine Postkarte. Ja. Grüß mal. Achso, den Eingang, du hast richtig einen Eingang gefunden. Ja, es ist... da sind wir sogar schon mal dran vorbeigegangen. Das sind einfach ganz viele. Naja, okay, es ist ein kleines Loch, wo man runterklettert. Und dann gibt es noch ein Seil und da kletter ich gerade etwas lang runter. Ich bin immer noch. Nein, da war ich auch schon mal. Das ist das, wo die ganzen Föten unten sind. Oder diese. Nein, das sind alles diese ausrangierten Geburten sind da unten. Sind wir bei 300? Klingt so. Nee, wir sind jetzt eigentlich... Warte, ich kann es dir sagen, wir sind bei... Nee, kann ich dir doch nicht sagen. Ich dachte, ich könnte dir sagen, bei welcher Nummer. Warte, vielleicht in den Optionen? Gameplay... Von der Höhe her dürfte das eigentlich passen. Wir sind... Ist Sparta! Oder kickt er ihn ins Loch rein? Ja, nee, das kann ich dir nicht sagen. Also wir sind nicht bei 300, aber wir sind in irgendeiner Version von The Forest. Ich glaube 4 Punkt irgendwas. Sind die Kreaturen hier unten stark? Oder 14 Punkte oder was? Warte mal, aber ich möchte jetzt gerade mal mitkommen. Warte mal, Chris, kannst du doch wieder raus?
Ja, klar. Komm mal kurz wieder raus und gehen wir gleich zusammen rein, richtig so in Let's Play. Die sind nicht stark. Offiziell. Machen wir jetzt gleich. Wäre gut, wenn ihr euch vor irgendwie jemand sich eine Bombe bauen könnte. Das wäre natürlich. Ich habe keinen. Vorteilhaft. Scheiße. Oder ein Molly? Molly? Ich habe keine Uhr. Ist ein Molly drin? Ja, Mollys habe ich ganz viele. Ich ja, gut, Molly ist okay für die. Ich habe auch noch Dynamit und alles. Warten wir, bis es wieder. Achso, es wieder Tag ist? Also, ja, hier sagen, ist es scheißegal, ob es Tag ist oder ja, nicht. Okay, komm. Was Tag ist? Der von PC-Welt? Moment, ich kletter gerade aus. Torben, warte mal. Warte. Oh, warte, ich kann ja was. Ich fress mal kurz was. Nom 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 nom. Ah, sind wir wieder beim Carnivoren-Simulator 2016. Warte. Wo bist denn du? Ach, da. Hier. Ich hab hier etwas für dich. Hallo. Oh, ist das eine Bombe? Hast du mir eine Bombe gebaut? Oh, ja. Oh. Behalt doch selber sowas. Ich kann nicht so gut damit umgehen. Na gut. Hierbleiben. Na gut. Verteidigst du unsere gute Festung? Oh, eigentlich müssten wir. Ich wollte halt jetzt das Lager bauen, bis. Eigentlich müsstest du genau jetzt, weißt du, genau jetzt müsstest du eigentlich den Open Broadcaster starten. Nein. Und damit du mir das hinterher so schicken kannst. Nein. Und dann kann ich das so schön mit Splitscreen hier einfügen. Nein. Das wäre so richtig geil. Nein. Ach, schade, dann halt nicht. Kommst du zu mir? Ja, warte, vielleicht vorher nochmal eine Fackel machen. Ja, das ist ja easy. Neue Fackel von Fackelmann. Brauchst du ja nur Dings. Stick und Cloth? Oder? Ja. Und der Stoff verbrennt halt immer. Ja, bevor ich das halt falsch mache hier. Oh Gott, das sind Eingeborene, ey. Ich glaub das nicht. Muss ich schon wieder erstmal um die rumrennen hier. Ja, magst du mal kurz anzünden hier dann auch die Fackel? Dankeschön. So. Warte, ich verscheuche sie wieder mit meinem schlimmen Dialekt. Oh! So, jetzt müssen sie abhauen. Das muss funktioniert haben. Mein Dialekt ist so schlimm, da laufen direkt alle weg. Achso, hast du nicht gesehen, wie ich sie gerade getötet habe? Ja, doch. So. Aber lass mir doch meine Freude hier. Nein. Ne? Ich habe einen schönen. Alter, mir ist das ein bisschen suspekt, wie nah der die Fackel an sich dranhält. Ey, ich habe das Gefühl, ich brenne hier schon. Ja, drück mal Rechtsklick. Ja, das ist noch besser, ich weiß. Entzündet er sich seine Hand an. Dann, bisschen wärmen, ne? Ja, da merkt man dann halt, wie das so eine Bilddatei ist, ne? Weil das Feuer brennt halt nicht nach oben dann, sondern trotzdem so zur Seite. Hi. Da. Fisch. Ah, guck mal, habe ich auch gleich eine Aufzeichnung erhalten, weil die muss ich mir jetzt erstmal kurz ein Buch anschauen, ja? Also, Explore Waterfall Cave. Ja, ich gehe mal als erstes runter. Es geht gleich noch sehr viel weiter runter, also das ist so ein kleines Seil. Achso, die Fackel bleibt gar nicht in meiner Hand, wenn ich da runter gehe, ne? Das wäre auch äußerst unlogisch. Ihr könnt ja mal einen Marker da setzen, wo man reingeht. Achso, ja, hätten wir mal gerade machen können. Ich komme noch mal kurz raus, ich bin noch gerade oben, warte, dann mache ich kurz einen Marker. Ja, allerdings höre ich hier gerade Leute oben. Da werde ich, glaube ich, gleich wieder hier oben. Eigentlich ist es sehr leicht zu merken. Weißt du dort, wo dieses kleine Dorf ist, dort, wo wir immer durchgerannt sind? Wo? Ist gleich egal, ich mache einen kurzen Marker. Ist ja kein Ding. Ey, ich kenne mich auf dieser Insel halt null aus. Ich mache halt kurz einen Stickmarker, ist kein Ding. Ja, ich weiß, ich kenne mich halt inzwischen einigermaßen gut aus. Aber obwohl, nein, inzwischen wieder nicht mehr, weil sie halt das so viel geupdatet haben, dass die Insel sich ein bisschen verändert hat. Das ist halt das Problem. Vorher konnte ich mich halt richtig gut aus. So, ich mache es in einer schönen Farbe. Ich habe es jetzt rot bei mir. Ich weiß aber nicht, welche Farbe es bei dir hat. Weiß. Jeder muss sich das für sich selbst einstellen, wenn man neu joint und die ganzen Farben wieder resettet. Okay, ich sehe einen Wasserfall. Und da unten steht der Chris. Ach nee, warte. Was ist in dieser Höhle? Ist da unten Muschi-Klaus? Nein. Dafür geht's hier tief runter. Komm. Nein, sagt er mit einem Lächeln im Gesicht. Komm, geh vor. Ja, ach genau, jetzt geh ja noch vor. Weißt du erinnerst mich an diese Demo von... Ja, genau, du machst die Aufnahmen, ne? Ich soll den schönen Hero-Shot von dir machen, wie du runterkommst. Das ist hier genauso wie bei der Demo von hier, dem neuen Resident Evil. Ja. Du bist der Mann mit der Kamera, geh vor.
Ja, das genau so sagt er das da. Mach den schönen Hero-Shot von mir, von unten, wie ich da runterkletter. Deshalb musst du vorgehen. Alter, was für eine fette Höhle. Ja, und vor allem geht's tief runter. Also, WTF. Wenn wir hier unten ankommen, sind wir definitiv auf dem Grund. Ja, ihr seid auf jeden Fall sehr weit unten. Bist du direkt über mir? Komm mal ein bisschen runter. Ja, ich kletter die ganze Zeit das Seil runter. Ja, mach mal auch ein bisschen schneller. Kannst mit Shift ein bisschen schneller werden. Oh, das wusste ich nicht. Kannst du rutschen. Wie in den meisten anderen Spielen. Das wusste ich ja gar nicht. Gut zu wissen, hä? Ich möchte mit dir zusammen runter. Du bist durch mich durchgerutscht, wie geil. Ah, warte mal kurz, bevor wir weitermachen. Warte, ich bleib noch mal kurz am Seil, weil eigentlich brauche ich jetzt einen guten Hall-Effekt. Nein. Irgendwo habe ich einen guten. Warte. Ich finde den schon noch. Ja, ist so. Warte. Nimm doch Höhle. Ja, wo war das? Ich weiß nicht mehr. Wo ist ein Tunnel? Ich suche Tunnel. Ja, also Tunnel meine ich ja. Tunnel, das war's, ne? Ah, ja. Jetzt bin ich unten in der Höhle. Man hört's. Okay. Ich mache mir mal lieber meine Fackel an. So. Ja, wir haben hier Ton in dreifacher Ausfertigung. Natürlich. Qualität wird hier groß geschrieben. Alter, ich höre hier was. War gerade so ein was? Sound, es war gerade so ein dieser ich habe was gefunden Sound, aber irgendwie war hier nichts so mitfinden. Welche Art von ich habe etwas gefunden Sound? Die sagt. Ah. Hast du gerade was gefunden, Chris? Achso. Okay, dann kam er auch nicht von dir. Warte kurz auf mich, warte lieber. Hast du Water Tanks? Ja. Okay. Achso, aber ich glaube, man braucht noch einen Taucheranzug dazu, ne? Ach, du meinst Airkanister? Ja. Watership Water Tanks macht nicht so Sinn, ne? Das wäre eher, wenn du Durst hast. Ja, wär jetzt ein bisschen kontraproduktiv halt, ne? Wenn du halt unter Wasser gehen willst. Ja, warte vor allem, kurz, wenn du da nicht Wasser einatmen möchtest. Komm mal bitte kurz nochmal raus. Weil hier geht das links, könnte es noch ein bisschen weiter gehen, ich möchte nicht alleine längs laufen. Oh, hier geht's weiter runter. Ja. Okay, dann bleiben wir aber erstmal hier oben, oder? Dann gucken wir, erkunden wir erstmal das Wasser. Oh, da unten ist was Stuff. Ja, ich würde sagen, wir erkunden erstmal das Wasser und gehen dann nach da unten. Ey, Chris, was für Stuff? Ich weiß nicht, das sieht aus, als ob da Schädel liegen oder ja. Stahlleuchten. Ach so, ich dachte, das ist guter Stuff. Aber umso besser. Alter, die Geräusche. Hast du gerade was da runtergeworfen, was explodiert? Nicht die Geräusche, ich meine das Vibrieren hier, der ganze Boden wackelt. Nein. Kann das sein, dass gerade irgendein fettes Monster kommt? Nee, das ist der Leviathan. Ich weiß nicht, was? Wo du bist hier. Bei mir vibriert nichts. Echt? Bei mir wackelt gerade die ganze Erde hier. Vielleicht kriegst du einen Anruf. Alter, WDF, hallo? Was machst du? Alter. Ganz normal. Ja. Ich bin Hulk. Oh. Nee. Ja, das höchstens, weil wenn du der Incredible Hulk wärst, dann wäre es so, dass wenn du ins Wasser springst, dass dann einfach direkt wieder rausspringst. Kommt an, welche Version? Ich nehme an, du ziehst dich da auf die Spieleversion des Incredible Hulks. Ja, natürlich. So. Also, wollen wir nach unten? Wie gesagt, also ich würde das eigentlich lieber als Cliffhanger behalten, weil wir gerade bei 27 Minuten sind. Ich würde jetzt lieber erstmal noch mal kurz hier durchschwimmen und gucken, was hier oben ist. Okay. Also jetzt so rein vom Ding her. Kommst du mit? Nein. Die Uhr. Hey Chris. Moment. Alter. Reichlich unsympathic hier. Ach ja, ich kann ja dann jetzt nach oben zum Grab geben. Alter, I'm not amused, sag ich dir, ne? Ich bin wirklich not amused hier. Jetzt mal auf Deutsch.
Er ist nicht überrascht. Ja, nein, das hier amüsiert mich mal so gar nicht, ne? Also ich meine, es ist ja doch ganz lustig, hier so zu schwimmen, aber es ist ja doch schon ein bisschen furchterregend hier unten. Ja, deswegen aber, weiter runter. Ja, ja, deshalb will ich auch nicht. Genau, noch weiter unten ist es nicht furchterregend. Für den Kick würde ich das auch gerne machen, aber ich würde jetzt gerne erstmal noch mal ein bisschen durchgucken, was hier noch ist. Hier oben. Weil es könnte halt auch hier was sein. Halt, ich finde diese, was die bei The Forest so geil gemacht haben, sind halt wirklich diese Wasserspiegelungen da an der Wand, ne? Diese Reflexionen, die sind so heftig. Du erschreckst dich immer wieder. Na gut, Leute. Wir sind jetzt bei 29 Minuten. Also, zur Verabschiedung nehme ich mal kurz den Effekt nochmal raus. So, also ich würde sagen, ja, wie wir dann jetzt darunter gehen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Und tschüss. Okay, die anderen sagen wohl nicht mehr tschüss. Tschüss. Ciao. Da ist er.